Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kirby Planet Robobots. Im letzten Part haben wir den Boss der dritten Welt, Susie, besiegt und die hat uns auch ein bisschen mehr über die Pläne der Haltmann-OHG erzählt. Aber jedenfalls, heute wollen wir erstmal jetzt noch Welt 3 abschließen mit dem Extra-Level aus Welt 3 und los geht's! Hi! Ich habe auch immer noch die Hammerfähigkeit bei Kirby, die ja eigentlich ziemlich cool ist. Es sei denn, wir finden jetzt dann gleich eine bessere Fähigkeit oder halt eine coolere oder so, dann werde ich vielleicht auch auswechseln. Und hier haben wir erstmal ein bisschen Kanonengedöns. Ja, ich glaube, will ich auch gleich mal. Kann ich auch in die eigentlich sofort reingehen? Ich meine, ich habe jetzt hier unten. Würde ich jetzt dann einfach skippen. Kann ich einfach in die hier auch reingehen? Ich teste es mal kurz, ob ich auch hier schon reingehen kann. Kann ich auch, okay. Lass mich einfach hier weiterschießen. Ach so, was? Ich muss. So, jetzt muss ich hier durch neigen. Das Ganze steuern auf dem Touchscreen kann ich das Ganze auch resetten, wenn ich will. Okay, also neu kalibrieren damit. Und damit muss. Also durch neigen des 3DS muss ich jetzt damit hier zielen, um eben immer mich richtig schießen zu lassen. Okay, das ist eine ganz coole Idee. Bin schon gespannt, was sie sich damit dann noch so alles hier einfallen lassen. Hui, okay. Und damit gehen wir erstmal weiter. Okay, alles klar. Vielleicht wird jetzt das dann auch die Mechanik des Levels so ein bisschen sein. Oder vielleicht kam das jetzt auch nur einmal kurz vor, keine Ahnung. Will ich auswechseln? Ne, will ich eigentlich nicht, weil ich meine, wir sind immer noch hier im Unterwasserabschnitt. Und unter Wasser ist der Hammer ja ziemlich cool, weil ich den ja unter Wasser behalten kann und damit hier noch weiterhin eben meinen Hammer durch die Gegend schwingen kann. Deswegen will ich mal dabei bleiben. Ich habe übrigens schon gesehen, dass ich da jetzt eigentlich mit dem Boot so ein bisschen fahren könnte. So also irgendwie. Oder nicht wirklich Boot, aber halt hier. Ja, obwohl doch schon. Kann ich hier rein? So. Und das kann ich auch durchneigen. Jetzt, na ja, nice. Ich bin der Allerbeste. Geh mal wieder raus, Kirby. Kann ich das? Nein, okay. Wenn die Fähigkeit unter Wasser ist, habe ich dann verschissen. Okay, dann ist er jetzt eh weg, der Hammer. Na gut. Auf jeden Fall, das kann ich auch durchneigen bewegen, dieses Ding hier. Und damit dann eben hier. Ja, komme. Ich dachte, er würde nicht nach vorne kommen. Und dann eben damit nach vorne gehen. Okay, alles klar. Also offenbar scheint hier in diesem Level ist viel um Neigen des 3DS zu gehen, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Aber warum laufe ich eigentlich in jeden verdammten Gegner rein? Kann mir das einer von euch verraten? Ich weiß es nicht. So, jetzt will ich hier ein bisschen aufpassen. Wenn ich, nicht, dass ich wieder in einen Gegner hier reinrenne. Und mich ein Gegner vollspuckt oder so. Ja, der zum Beispiel. Aber ich will kurz warten. So, okay. Und jetzt dran vorbei. Kann ich währenddessen springen? Okay, ich kann da auch rausspringen, ja. Und so komme ich dann eben hier an diesen Sticker ran. Okay. Und weiter. Und, ja, Moment, ich will noch gucken, ob ich jetzt hier unten im Wasser irgendwas verpasst habe. Weg hier. Ob ich da irgendwas verpasst habe. Ich denke zwar eigentlich nichts. Ich will aber trotzdem kurz gucken, weil ihr wisst ja, sicher ist sicher. Aber es sieht so aus, als wäre hier nichts gewesen. Okay, alles klar. Gut, dann gehe ich. Aber den Rest wird jetzt auch wieder schwimmen. Das Boot, das respawnt auch offenbar gar nicht. Das bleibt offenbar an der Stelle. Ich glaube, das ist eben noch auf der rechten Seite jetzt geblieben und kommt nicht wieder auf die linke Seite zurück. Aber ist ja auch kein Problem, weil er kann ja hier auch einfach eben, wie ich es mache, schwimmen und so dann auch vorankommen. Geht ja genauso gut. Okay. Und dann rein da. So. Und erstmal wieder im Hintergrund. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen Batterie-Action machen. Okay. Und die hier die ganze Zeit mit mir führen und währenddessen aufpassen. Kann ich die ja auch mitnehmen? Ja, kann ich. Okay, jetzt will ich auf jeden Fall nicht erwischt werden, weil ich habe das Gefühl, dass wenn ich jetzt erwischt werde von einem von diesen Oktopussen da, dass ich dann die Batterie komplett verliere. Also dass sie dann entweder ins Wasser fällt oder sie zerstört wird oder sowas. Dass sie also auf jeden Fall für immer verloren ist danach. Und das möchte ich ungern. Denn ich würde ganz gerne hier eine Bonustür bekommen. Okay, ein Gegner auch übrigens. Aber auch eine Bonustür, die mir natürlich wichtiger ist. Ah, das ist der Psychotyp übrigens, genau. Geh mal kurz her, okay. Und gehen wir auch gleich mal rein. Und werden da hoffentlich dann den ersten Roboblock gleich mal. Ach du Heilige, gleich mal finden. Okay, ich muss. Wie komme ich jetzt. Kann ich das da, okay, ich kann es da durchlegen. Okay, das ist interessant. Das sind Wände, wo ich nicht durchkomme. Die Psychofähigkeit aber schon. Okay, auf jeden Fall, ich will. Wartet. Ich will den unteren Schalter treffen, ne? Oder das untere Kabel halt. Weil, ja genau, weil da unten geht dann nämlich. Ja, passt, genau. Da geht jetzt nämlich der Weg hier so zickzackmäßig entlang und die Truhe fällt nach unten. Und ich kann sie benutzen, okay. Oder halt, was das Benutzen aufmachen. Yay! Wenn ich eben jetzt außersehen den anderen zuerst getroffen hätte, dann wäre das ein bisschen doof gewesen, weil dann wäre diese untere Plattform hier weggegangen und selbst wenn ich danach mir noch die Truhe holen wollen würde, würde die Truhe dann einfach hier nach unten ins Wasser fallen und wäre dann weg und deswegen auf jeden Fall dann den unteren zuerst aktivieren. Okay. Gut, haben wir das schon mal richtig gemacht und ich habe da keinen Blödsinn wieder reingebaut, was mir ja schon häufiger passiert ist, leider bei solchen Rätseln, wo man irgendwie eine 50-50-Chance hat, dass ich da irgendwas falsch mache. Aber es war ja diesmal ziemlich einfach und auch offensichtlich, was man hier tun musste. Deswegen, das war ganz gut machbar. So, jetzt mal wieder im Eisabschnitt. Das habe ich ja eben auch schon gemerkt. Das hat mir jetzt auch schon mal in die Kommentare eben geschrieben, dass die ganzen Extrawelten immer so eine Art Best-of eben darstellen von den ganzen Leveln aus der entsprechenden Welt. Ich will das mal drehen. Ja, was passiert da? Da, okay, da schaffe ich da eine Wasserfontäne und die Dinger hier fallen nach unten, die ganzen Sterne. Okay, und wieder ein Leben. Haben wir gerade eben gehört. Und die Kanone. Ja, die Frage ist, ob ich die Kanone überhaupt nach unten fallen lassen will. Ich mach's jetzt mal. Wird hoffentlich kein Fehler sein. So.
Genau, fällt nach. Okay, die fällt aber gar nicht ganz nach unten. Ich habe nicht gesehen, dass da noch eine Plattform im Weg ist. Die ist jetzt da auf jeden Fall da ein bisschen weiter nach unten gefallen. Aber nicht ganz nach unten, ist es da auf jeden Fall ziemlich nutzlos. Das ist ganz gut, würde ich sagen. Dann gehe ich jetzt mal hier nach oben schnell und schau mal, was jetzt da noch so ist. Ich kann hier nochmal drehen, nämlich genau. Und kommt dann damit auch einmal ein Leben, würde ich mal schätzen. So. Yay, sehr schön. Und schon haben wir wieder 16 Leben, schon einige auf jeden Fall. Ich würde aber ganz gerne mal eine Fähigkeit hier kopieren mit dem Roboter, weil habe ich bisher noch nicht. Ich habe immer noch den Standard-Roboter, aber ich würde ganz gerne mal eben eine Fähigkeit kopieren. Ja, sehr gut. Eis nehme ich zum Beispiel. Genau, die Eisfähigkeit, die ist ja auch ziemlich cool eigentlich, die mag ich ja ganz gerne. So, kann man auch hier schon abgehen. Was ich übrigens auch mal herausgefunden habe, ist, dass ich auch, wenn ich hier, wenn ich hier spurte und ich immer wieder betre, kann ich das auch unendlich oft machen hier, dieses Ding. Man kann da hier ziemlich abgehen und einfach alle Gegner umwälzen, die mir in den Weg kommen. Ist auch ganz witzig. So, hier kann ich da jetzt im Hintergrund wahrscheinlich wieder die Wasserfontänen aktivieren. Ich mach's jetzt auch mal schnell, ist glaube ich nicht verkehrt. So. Und die kann ich dann jetzt bestimmt gleich wieder eineisen, um dann nach oben klettern zu können, um da wieder neue Sachen anstellen zu können. Was kann ich hier drehen? Da kann ich noch eine weitere Wasserfontäne erschaffen, mit einem Block wieder mal, okay. Also hier kommt jetzt wieder ein bisschen Rätselgedöns dann. Ja, okay, dann will ich jetzt, glaube ich, erstmal die Dinger hier alle einfrieren, dass ich dann gleich eben auf ihnen laufen kann mit dem Block da. Ich hoffe mal, dass die jetzt so nämlich lange auch eingefroren bleiben und nicht wieder auftauen irgendwann. Aber ich glaube schon, dass die eingefroren bleiben dürften. Das hatte ich nämlich mit, genau. Und ich habe schon gesehen, wo ich den hinstellen will, nämlich genau hier, so. Dann will ich hier kurz Elektro haben. Yay. Das hier aktivieren. Bam. Und damit kommen wir dann zum zweiten Roboblock. So, aufmachen bitte. Hi. Yay, sehr schön. Und das kann ich auch aufmachen. Und hier geht es sogar weiter. Ich will nur noch kurz gucken, ob ich jetzt nicht vielleicht nochmal irgendwas verpasst habe. Weil ich meine, diese Wasserfontäne hier... Was ist denn, wenn ich noch die einfriere? Ich wechsle jetzt mal schnell, genau. Zu Eis ist, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Ich glaube eh, dass hier Eis besser ist als Elektro. So, wenn ich jetzt das noch einfriere und hier noch nach oben... Okay, ich komme ja eh gar nicht nach oben. Okay, also ob ich die hier einfriere oder nicht, das scheint offenbar keinen allzu großen Unterschied zu machen. Deswegen, na gut, gehen wir dann einfach gleich weiter. Ich meine, eigentlich mag ich sogar, glaube ich, Elektro ein bisschen lieber als Eis. Ich bleibe jetzt mal trotzdem bei der Eisfähigkeit, einfach weil halt das auch ein Eislevel ist oder ein Eisabschnitt, wo wir uns gerade befinden und weil das dann vielleicht mehr Sinn macht. Aber okay, ich muss den Roboter hier eh schon wieder hergeben. Ja, okay, dann macht es eh keinen großen Unterschied. Na gut. Okay, habe ich wieder die Psychofähigkeit, ist auch in Ordnung. So. Oder will ich vielleicht sogar... Jetzt habe ich hier wieder die Eiskugeln, genau. Will ich vielleicht sogar wechseln mal wieder, also wieder Amiibo benutzen. Will ich, glaube ich, sogar mal wieder machen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit hier dafür und können wieder Amiibo benutzen, genau. Moment, ich muss nur wieder kurz alles hinkriegen. Diesmal habe ich... Ich habe wieder zwei neue mir geholt von all den Amiibo, die ich habe. Diesmal habe ich Gendorf und das Inkling Girl mir herbeigeholt. Und ich benutze erstmal Gendorf und schau mal, was mir der denn so für eine tolle Fähigkeit bringt. So, ja, komm. Okay. Und zwar bringt er mir... Gendorf eingesaugt und die Giftfähigkeit kopiert. Okay, keine Ahnung, ob das wieder random war. Es kann sein, dass vielleicht, ich meine, Gendorf und Gift, das könnte vielleicht so ein bisschen sein, weil Gendorf hat ja immer irgendwie so, ja, so häufig so lila Attacken oder sowas, auch in Smash zum Beispiel. Und Gift ist auch hier auch so lila-mäßig. Aber es kann auch sein, dass es einfach eine random Fähigkeit ist. Das weiß ich nicht genau, ob das wirklich damit etwas direkt zu tun hat. Aber ich will, glaube ich, eh gleich wieder wechseln. Weil hier die Chat-Fähigkeit ist und ich die jetzt mal dann lieber benutzen würde. Haben wir jetzt auch schon häufiger, glaube ich, nicht mehr gesehen. Oder schon länger nicht mehr, meine ich. Dass wir jetzt die auch mal wieder benutzen können. Ja, hier wird es aber viel voll gemacht. Muss ich aufpassen auf dem Bildschirm. Ich will erstmal hier, glaube ich, rein. So, hui. Ja, ich muss hier echt gut auf diese Eiskugeln hier, auf diese Eiscreme aufpassen. Weil die kann mir teilweise auch sehr im Weg sein und eben vor allem auch den Bildschirm voll klecksen. Dass ich da nichts mehr sehen kann. Deswegen, ja, da muss ich auf jeden Fall schon gut aufpassen. Okay, hier weiter nach oben. Und da geht schon weiter zum nächsten Abschnitt. Okay, mach ich auch gleich mal. Jetzt scheint offenbar wieder ein Wasserabschnitt zu kommen, denke ich mal. So ist es. Hier wieder jetzt bei den Stahlhaien hier auf jeden Fall. Okay, uns fehlt ja auch immer noch der seltene Sticker. Den haben wir, glaube ich, bisher noch nicht gefunden in dem Level, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen, ja, das war sehr knapp übrigens. Deswegen, den will ich ganz gerne auch noch finden. Kann ich eigentlich unter Wasser auch blocken? Wenn ich am Boden stehe? Nee, okay, unter Wasser kann ich gar nicht blocken. Das ist interessant, okay. Also da muss ich auf jeden Fall dann gut aufpassen. Ich meine, ich habe das Blocken bisher eh nicht wirklich häufig benutzt und ich werde es auch nicht wirklich häufig benutzen, weil ich eben finde, dass es teilweise ein bisschen sehr OP ist irgendwie, wenn man einfach mal komplett unverwundbar ist gegen alles und jeden. Deswegen, so häufig benutze ich das ja eh nicht mal. Aber auf jeden Fall ist es trotzdem interessant anzumerken, dass man auch das Blocken unter Wasser eh gar nicht benutzen kann. Okay. Na, hier hat man immer, also eigentlich mache ich das falsch. Eigentlich soll man hier immer in diese Lücken reingehen, dass man da eben sicher ist. Aber man kann sich teilweise auch sonst vor den Haien auch verstecken und auch so safe sein einigermaßen. Man soll es eigentlich so machen, dass ich hier immer eben in die Lücken reingehe und dann dort halt eben safe bin vor denen. Aber irgendwie finde ich jetzt dafür hier nicht mehr so viel. Ich würde jetzt ganz gerne mal wieder etwas finden,
Entweder Roblox oder aus seltener Sticker. Seltener Sticker wäre mir sogar fast noch lieber, weil ich habe irgendwie schon wieder das ungute Gefühl, dass ich den vielleicht schon wieder verpasst haben könnte, was mir so gar nicht gefallen würde. Jetzt muss ich auch aufpassen bei den Gordos. Ja. Und ja, also es geht auf jeden Fall noch weiter. Level ist noch nicht vorbei. Aber mir fehlen halt immer noch zwei Sachen. Und ich glaube, es ist kein so ganz gutes Zeichen. Also ich glaube schon, dass wir den dritten der Roblox-Blöcke, den dürfen wir, glaube ich, noch bekommen. Ich habe das Gefühl, dass wir den seltenen Sticker vielleicht auch schon verpasst haben. Kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen. Leider. Ich hoffe es natürlich nicht, aber es kann sein, dass wir den schon verpasst haben. Wir schauen mal. So, hier kriege ich wieder... Ja, kommt gleich wieder im Kampf oder wie, denke ich mal. Aber ich bin eh voll geheilt, deswegen ist es ziemlich egal. Ja, es kommt gleich im Kampf auf jeden Fall. Ist hier unten vielleicht was? Nein. Ja, irgendwie finde ich jetzt aber auch echt gar nichts mehr. Schade eigentlich. So, ich habe auf jeden Fall jetzt hier die Radfähigkeit oder die Schirmfähigkeit. Da würde ich eigentlich beim Chat bleiben. Da finde ich sogar Chat eigentlich cooler. Ich bleibe mal beim Chat, würde ich sagen. So. Und wo ist der Boss? Da ist er. König Glubsch 2.0. Okay, haben wir nicht schon mal gegen den gekämpft? Oder auf jeden Fall gegen einen, der so ähnlich hieß oder aus. Aber ich glaube sogar, dass wir schon mal wirklich gegen ihn selber hier gekämpft haben. Meine ich zumindest. Ich weiß aber nicht mehr. Na, Mann, ne. Ich weiß aber nicht genau. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Chatfähigkeit gegen Bossgegner nicht ganz so die klügste Wahl vielleicht ist. Bam! Aber das ist natürlich eine ganz coole Attacke. Das Aufladen und dann die Attacke da nach vorne machen. Das ist ganz cool auf jeden Fall. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass die Fähigkeit hier nicht die allerbeste... Nein, nenn mal das hier. Dass die Fähigkeit nicht die allerbeste ist gegen Zwischenbosse. Ich hätte also vielleicht doch wechseln sollen. Ich glaube, ich würde auch dann gleich die Beam... mir die Beam-Fähigkeit... Hör mal auf zu nerven jetzt. Mir die Beam-Fähigkeit von ihm holen. Problem ist halt... Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, ich kann auch Sterne... Ihr habt es gesehen, ich habe gerade den Stern irgendwie aufnehmen können und dann schießen können, interessanterweise. Das sah ja auch ganz cool aus. Aber ich glaube auf jeden Fall eben, dass ich mir jetzt dann gleich die Beam-Fähigkeit von ihm holen will. Weil das ist mir, glaube ich, dann doch lieber als die Chat-Fähigkeit. So, okay. Haben wir Beam auch mal wieder die Beam-Fähigkeit. Entschuldigung. Die Beam-Fähigkeit mag ich auch ganz gerne eigentlich. So, hier nach unten. Und komme ich da links hin irgendwie? Nee, offenbar nicht. Okay. Aber da ist noch... Okay, wahrscheinlich ist es... Okay, hier ist wieder so... Na, scheiße. Hier ist wieder so, dass wir den letzten Roboblock wieder geschenkt bekommen. Das war ja, glaube ich, bisher in jedem einzelnen der Extra-Level immer so. Und auch hier ist es nicht anders. Ja, Problem ist aber, dass ich wieder einmal, verdammt nochmal, den blöden, seltenen Sticker nicht bekommen habe. Und dass ich das Level nochmal spielen muss, um den dann zu finden. Oder habe ich ihn doch am Anfang des Levels eingesammelt? Ich meine nicht. Ich glaube, den habe ich wieder mal genialerweise verpasst. Darf ich also wieder mal nachholen. Ach man, ey. Ich bin so dumm. Okay, aber erstmal ein Bonusspiel wieder. So, Moment. Yay, dürfte ausreichen. Yippie! Ja, mittlerweile ist es echt ziemlich einfach, die 1 zu bekommen, ehrlich gesagt. Hi! So, haben wir jetzt den seltenen Sticker bekommen? Ich glaube, wie gesagt, nichts. Naja, muss ich halt auch nochmal spielen eben. Die Ziffer 4, die kennen wir aber schon. Die haben wir schon mal bekommen. Dann noch Waddle Dee aus Kirby 64, der Crystal Shards. Der ist sogar neu. Dann noch die, wow, die Skizze König DDD aus Kirby Planet Robot. Die sieht ja wunderschön auch aus. Auf die von Kirby selber gemalt wurde. Dann noch das Logo Cool, das kennen wir aber auch schon. Und das war's. Yep. Seltenen Sticker darf ich wieder einmal suchen. Oh Mann, ey. Yay. Aber die seltenen Sticker sind auch teilweise echt, finde ich, schwieriger versteckt als die Roboblöcke. Na gut. Problem ist halt auch an den Roboblöcken, da weiß ich halt wenigstens, wenn ich jetzt einen verpassen würde, weiß ich halt ungefähr, wo ich suchen muss. Und wenn mir jetzt der erste fehlt, muss ich halt am Anfang suchen, beim zweiten halt in der Mitte und beim dritten am Ende. Aber im seltenen Sticker muss ich halt alles nochmal absuchen, ne? Also ja, mal gucken, wo er dann sein wird. Ich bin schon gespannt. Ach, hier unten. Was? Echt? Da habe ich nicht nachgeschaut an der Stelle? Da habe ich nicht nach... Das ist doch so offensichtlich. Einfach hier nach unten ins Wasser gehen. Ansonsten habe ich überall immer... bin ich ins Wasser gegangen. Und das überprüft aber hier ausgerechnet nicht an der Stelle. Das ist aber ziemlich einfach, weil es war sogar eigentlich mit Sternen markiert, dass da unten etwas ist. Ja, dass ich das verpasst habe... keine Ahnung. Tut mir leid. Dann sehen wir uns gleich wieder am Ende des Levels. Ach man, ey. Ja, das war jetzt echt irgendwie ein bisschen erbärmlich, aber was soll ich tun? So, Moment. Oh. Okay, jetzt haben wir den Fall also auch mal. Und ja, Kirby freut sich nicht wirklich und wir kriegen auch gar keine Belohnungen mehr, außer halt die Sticker, die wir eh schon in den Level eingesammelt haben. Jetzt haben wir das auch mal gesehen, dass die Leiste eben auch wieder zum Anfang zurückgehen kann und dass man dann nur eine 7 bekommt. Ach ja. So, du erhältst den seltenen Sticker Tonia aus Kirby und der Regenbogenpinsel. Dann kriegen wir noch Bombio aus Kirby Nightmare in Dreamland.
Und das war's auch schon. Okay, ich hab mich jetzt nicht so sehr auf die normalen Sticker konzentriert. Ich wollte halt den seltenen haben, den haben wir ja gefunden. Der war eigentlich echt sehr einfach versteckt. Wie gesagt, ansonsten habe ich überall im Wasser nachgeguckt, nur an dieser einen Stelle nicht, obwohl die sogar durch Sterne noch markiert war. Also wie ich das verpassen konnte, das weiß ich selber nicht. Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall noch genügend Zeit, würde ich sagen, dass wir auch noch mit Welt 4 der Oasen-Odyssee anfangen werden. Oder anfangen können. Und deswegen machen wir das auch gleich mal. Hi! Und das Ganze hier mit der Beam-Fähigkeit erstmal, aber vielleicht werde ich eh gleich wieder wechseln, weil eine andere Fähigkeit dann vielleicht gleich passender ist. Und ja, offenbar sind wir jetzt hier auch eben Oasen-Odyssee hier in einer Wüste. Passt eigentlich auch, also bisher haben wir schon auf jeden Fall einige ganz coole Welten-Themen gehabt, gerade eben Wasser, ah, jetzt kommt auch der Peitschentyp. Gerade eben Wasser und jetzt dann Wüste, also ziemliche Gegensätze eigentlich. Jetzt kommt hier der Peitschentyp hier. Den haben wir ja schon mal auch bekommen durch einen Amiibo, ich glaube der Wolyoshi hat mir die Peitsche, glaube ich, gegeben. Aber jetzt habe ich die Peitsche hier nochmal, die Peitsche hat mir eigentlich sehr gut gefallen, die fand ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Was bist denn du für einer? Kann ich dich auch greifen? Ne, okay, der ist zu fett, um ihn zu greifen. Aber töten kann ich ihn trotzdem. Okay, alles klar. Aber die ganzen kleinen Gegner, die kann ich eigentlich in der Luft auch einsetzen. Kann ich auch, ja. Die ganzen kleinen Gegner kann ich ja auch greifen. Also, wenn ich es denn schaffe. Also zu mir holen, dann wegwerfen und wegpeitschen. Sieht auf jeden Fall ziemlich brutal aus, aber auch verdammt cool, finde ich. Okay. So, hier geht's gleich weiter. Ich will kurz wieder hier in der Luft gucken, ob hier in der Luft irgendwas war, wenn ich hier ein bisschen nach links weiterfliege. Aber bisher war es eigentlich selten so, dass einfach, oder was ist selten, bisher war es noch gar nicht so, glaube ich, dass einfach random irgendwo in der Luft etwas war, weil ich meine, es ist halt so, dass Kirby halt hier überall hinfliegen kann, deswegen, ich muss schon alles überprüfen, aber es war bisher noch kein einziges Mal so, dass einfach random in der Luft irgendwo etwas ist, deswegen, ich glaube auch nicht, dass das nochmal irgendwann der Fall sein wird und wenn doch, dann halt wirklich nur ganz, ganz selten. Also da kann ich mich meistens schon darauf verlassen, dass ich jetzt nicht irgendwie ganz völlig woanders hingehen muss, um Secrets zu finden, sondern dass es meistens halt einigermaßen auf dem, auf dem Weg sein, das ist auch übertrieben, weil ich meine, Secrets sind natürlich schon mal versteckt, ja, das wollte ich jetzt damit nicht ausdrücken. Aber dass ich halt einfach random irgendwo hinfliegen muss, wie zum Beispiel einfach hier völlig random eben irgendwie nach oben fliegen muss, das wird, glaube ich, eher selten vorkommen. Bei Mario ist es ja häufiger mal so, zum Beispiel, also in den New Super Mario Bros. Spielen zum Beispiel, in Leveln, wo Lakitu vorkommt, muss man häufiger nochmal einfach random irgendwo nach oben fliegen, um dann da irgendwo eine Röhre zu finden und die führt dann einen zu einem Bonusraum, um dann da eine, ja, um dann da eine Starcoin zu finden oder so. Aber hier in Kirby ist es, glaube ich, eher nicht der Fall, denke ich mal. Was ich auch übrigens sogar eigentlich besser finde, dass man nicht dazu völlig random irgendwo hin muss. Und das mich raten, den kann ich mir holen, oder? Genau, genau, mit der Peitsche kann ich mir also auch Sachen durch Wände hindurch holen. Okay, auch ziemlich cool. Ich sollte, glaube ich, in dem Level bei der Peitsche bleiben. Weil das Level wird, glaube ich, auch so ein bisschen auf der Peitsche beruht. Finde ich aber cool, weil die Peitsche gefällt mir sehr gut bisher. So, und hier muss ich jetzt mit denen hier so mitlaufen und darf jetzt dann nicht gleich von einem von den Dingern da überrollt werden. Okay, und da im, okay, die zerschellen diese Dinger, weil da im Hintergrund nämlich die da dagegen prallen. Okay, alles klar. Ist ganz cool. Ich glaube, ich sollte auch nicht hier stehen, wenn die rauskommen. Weil ich glaube, das tut dann Kirby auch nicht gerade gut. Da muss ich, glaube ich, auch aufpassen. Oder ist, vielleicht ist jetzt da oben was, weil da jetzt so ein Typ ist. Ne, aber hier ist auch nichts. Okay, alles klar. Gut. Dann gehen wir auch gleich weiter. Kann ich die irgendwie sonst vielleicht zerstören, diese Teile? Wahrscheinlich nicht. Nee, aber ich meine, die gehen ja auch von selber kaputt, wenn sie gegen irgendwas knallen. Deswegen passt schon. Komm mal du her. Jetzt habe ich den Schirm, kann ich mir auch holen. Das ist ja auch interessant. Und bam, stirb. Nein! Das, ach, gerade eben sage ich es noch, Mann, ey, warum bin ich eigentlich so kacke, kann mir das einer von euch verraten, das sage ich es gerade eben noch, ne, und da mache ich genau den Fehler, das ist einfach unfassbar, was zum, geh mal weg hier, Leute, Typ, ich brauche, achso, okay, ich brauche Platz, aber stimmt, ich werde hier gar nicht getroffen, das ist ja, übrigens, der Wurf nach unten ist auch cool, ich werde hier gar nicht getroffen, weil nämlich vom Hintergrund aus diese Dinger hier nach oben fahren, das ist ja sehr interessant, okay, das ist eine coole Idee, und hier bin ich jetzt oben safe, weil die jetzt hier unten rumgehen. Okay, das ist echt eine schöne Idee hier, finde ich. Das ist cool. Und hier bin ich jetzt wieder unten safe. Ja, okay. Hier ist der Zirkustyp wieder. Ich will bei der Peitsche bleiben. Die ist cooler. Und ist auch, glaube ich, in dem Level auch besser, wenn ich bei der Peitsche bleibe. So, bisher haben wir noch nicht arg viel gefunden, leider. Also, noch gar nichts. Weder seltenen Sticker, noch, noch den Roboblock, den ersten. Aber hier sieht es ganz gut aus, dass wir jetzt hier gleich irgendwas finden werden. Wie kann ich denn die Holzdinger eigentlich zerstören da? Kann ich das überhaupt? Ja, warte mal. Okay, ich glaube, ich muss erst irgendwie auf die andere Seite. Und dann dort diese Stämme hier zerstören mit irgendwas? Ja, mit dem Kämpfer? Ich nehme mal den Kämpfer jetzt. Ich denke mal nicht, dass es mit dem Kämpfer geht, oder? Kann der... Habe ich eine Feuerattacke damit? Ja, ich glaube schon, dass die... Oder ich... Ja, obwohl... Nee, ich glaube, ich brauche gar nicht eine Feuerfähigkeit. Ich glaube, ich brauche einen Roboter, oder? Weil mit Robotern konnte ich nämlich diese Stämme hier schon zerstören. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo ich da einen herbekommen soll, ehrlich gesagt. Ich hoffe, da kriege ich jetzt einfach gleich noch einen Bahn. Hier wieder mit der Mega-Instant-Attacke. Ich hoffe, da kriege ich einfach gleich noch einen, weil ansonsten bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Ehrlich gesagt, und weiß nicht, wie ich die hier zerstören kann. Da oben ist, ja okay, da oben ist auch ein eiserner Block. Also hier irgendwo werde ich dann wahrscheinlich schon einen Roboter finden. Bam, aber diese Instant-Attacke ist so cool. Die ist echt heftig einfach nur, finde ich. So, und wo ist jetzt hier? Da hinten ist einer, okay. Und ich kann auch jederzeit wieder hin und her wechseln. Ja, ich glaube, und da nach rechts will ich.
Ja, ich glaube jetzt, dieser Abschnitt hier ist ein bisschen komplizierter, weil ich da jetzt nämlich ein bisschen mehr dann gleich anstellen muss. Ich muss mir jetzt auch wieder überlegen, welche von den Stämmen, ja, das ist nämlich dann der erste oder der zweite, vielleicht sogar auf jeden Fall irgendein Roboblock. Ich muss mir auch wieder überlegen, welche von den Stämmen ich zerstören will, weil vielleicht will ich nämlich manche von denen nicht zerstören. Das kann ja auch wieder sein, dass manche von denen ich da lassen will, um noch an bestimmte Orte hinzukommen. Da muss ich jetzt mal nachdenken. Also den da oben will ich auf jeden Fall zerstören, dass ich an den Block mal rankomme. Mach mal warm. Ja, das war jetzt... Ja, okay, war aber... hat schon gepasst. Den will ich auch zerstören, da passiert nichts, wenn ich den zerstöre. Und wenn ich die jetzt hier zerstöre, dann passiert da auch nichts. Dann wird da unten ein Weg frei, da passiert aber dann nichts, würde ich sagen. Ja, okay. Aber immer schön nachdenken. So, weil die hier... Die will ich jetzt nämlich nicht zerstören, aber wenn ich mich die zerstöre, dann komme ich mit der Batterie da nicht mehr rüber. Weil mit der Batterie kann ich ja nicht fliegen, sondern nur springen. Deswegen, die will ich am Leben lassen, diese Teile, also was ist am Leben lassen, halt nicht zerstören, diese Baumstämme da, okay. Und passt, glaube ich, erstmal. Gut, dann, hier komme ich wieder raus und hier komme ich wieder zurück jetzt. Wiederum in den Hintergrund. Okay, also erstmal muss man hier eben im Hintergrund nach vorne laufen, dann im Vordergrund wieder zurück, nur um dann jetzt eben im Hintergrund wieder nach vorne laufen zu können. Während jetzt aber die ganzen Stämme, oder ja, also nicht die ganzen Stämme, aber einige der Stämme auf jeden Fall kaputt sind, die ich jetzt eben dann hier benutzen kann. Okay, also offenbar diesen Block hier. Ich dachte, ich müsste diesen Block noch irgendwo hinschleppen mit dem Roboter, aber ich komme mit dem Roboter gar nicht in den Hintergrund und mir fällt auch gerade auf, dass wahrscheinlich das nur dazu da war, um den einen Typen halt zu blockieren, denke ich mal. Na gut, ist auch in Ordnung. So, und hier ist eben jetzt hoffentlich der erste Roboblock. Der erste, okay, obwohl das Level eigentlich schon ziemlich lange geht, aber war der erste. Okay, alles klar. Dann geht's auch gleich weiter. Ja, will ich hier den Felsen haben? Ich hole mir jetzt mal wieder den Felsen. Ja, komm, ich hole mir wieder den Felsen hier. Oder den Stein, weil es nämlich hier, glaube ich, ganz klug ist, wenn ich hier einfach überall nach unten rutschen kann und damit alle Gegner plätten kann. So. Hui. Bam, bam. Oh, ich muss aber jetzt ein bisschen aufpassen, weil da kann man natürlich auch trotzdem dann, oder nicht trotzdem, kann man dann, gerade deswegen, weil man hier einen, ja, weil man, gerade hier, weil man die Steinfähigkeit, da kann man dann, glaube ich, leicht auch Sachen verpassen. Da muss ich also schon ein bisschen drauf Acht geben. Ist zum Beispiel hier unten etwas? Nein, hier ist offenbar nichts. Kirby kann ja unendlich lange fliegen, ne? Der ist bisher immer noch nicht so wirklich ausgetestet, aber ich glaube, er kann unendlich lange fliegen. Okay, ich komme einfach hier wieder rüber. Okay. Weil ich meine nämlich, mich zurückerinnern zu können, dass in Kirby 64, glaube ich, nicht unendlich lange fliegen konnte. Ich kann mich da auch wieder komplett täuschen, natürlich, ja. Ich meine aber, dass er das wirklich da in Kirby 64 eben nicht konnte, dass er da nur eine bestimmte Zeit lang fliegen konnte, meine ich zumindest. So, hier ist aber Bonus, da bin ich auf jeden Fall rein. Und dort bekommen wir hoffentlich dann gleich den zweiten Roblox. Ja, so ist es. So, was muss ich jetzt hier machen? Ich will... Ja, okay. Ich glaube, ich habe es schon, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe noch irgendwas nicht verstanden. Das ist irgendwie... Ich meine, ich zerstöre das hier. Ja. Und muss jetzt halt zurückgehen und mich hier verstecken. Und dann machen wir den Weg auf. Ja. Okay, ja, war doch eigentlich ziemlich einfach hier. Man muss halt danach aufpassen, dass man eben rechtzeitig wieder wegkommt, weil wenn ich im Hintergrund bleiben würde und nicht rechtzeitig diese Röhre benutzen würde, würde ich halt zerquetscht werden. Aber das ist eigentlich jetzt dann doch ziemlich machbar gewesen. Okay. Was mir aber schon wieder Angst macht, ehrlich gesagt, ist, dass wir schon wieder bisher noch keinen seltenen Sticker gefunden haben. Das muss natürlich auch nichts heißen, weil häufig haben wir ja auch schon die seltenen Sticker erst ganz am Ende irgendwie gefunden, erst nach dem zweiten oder sogar nach dem dritten Roboblock erst. Deswegen, ja, was mache ich eigentlich? Deswegen, es muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, dass wir den bisher noch nicht gefunden haben, aber ich habe trotzdem schon wieder ein bisschen Angst, dass ich schon wieder den verpasst habe, weil das ist ja nicht, wäre nicht das erste Mal, ne? Ich meine, haben wir ja gerade eben in dem Part schon gesehen, dass ich den euch schon reinschneiden musste. Und das gleich zweimal in einem Part da einen zu verpassen, das würde ich eigentlich ungern. So, ich wechsle jetzt mal wieder zum Zirkus. Ich mag zwar den Zirkus nicht ganz so gerne, weil ich damit nicht zurechtkomme. So irgendwie, nicht so wirklich zurechtkomme, vor allem mit dem Flickflack-Gedöns, weil da habe ich irgendwie noch keine Ahnung. Wie das genau funktioniert, müssen wir nochmal genauer anschauen. Da hinten ist die Peitsche, die wäre mir viel... Ja, genau, die ist mir viel lieber. Ja, nehme ich die Peitsche. Die ist ja auch ein bisschen besser, Leute, für das Level weg hier. Aufpassen. Okay, aber stimmt, hier bin ich safe, weil hier das Ding nämlich zerstört wird. Was ich übrigens auch gerade bemerke... Ich glaube sogar, dass mir der Boden immer anzeigt, wo ich sicher bin. Denn immer, also ich glaube immer, wenn der Boden hier so grau ist, so metallern, ich glaube, dass dann ich da safe bin, weil eben da dann die Dinger entweder zerstört werden oder einen Umweg nehmen. Genau, hier ist es nämlich auch wieder so, dass ich hier eben safe bin, weil da nämlich dieses rollende Ding halt über ja, im Prinzip über mich drüber geht. Deswegen, da kann ich dann immer wissen, wo ich dann eben sicher bin. Also ich kann immer versuchen, zum nächsten hinzurennen. Jetzt bin ich eben hier wieder safe, weil hier wird jetzt nämlich über mich drüber rollen, genau. Das ist ziemlich cool gemacht. Hier bin ich auch wieder safe. Genau, okay, das ist ganz schön auf jeden Fall, dass man da dieses Anzeichen hat und bam, das hier. Oh, das sieht so brutal aus, einfach nur, aber auch richtig cool, finde ich. So. Und wie gesagt, seltener Sticker, wo ist er? Ich habe ihn immer noch nicht gefunden und das freut mich gar nicht. Hier oben vielleicht?
Ah, okay, ich sehe ihn aber da oben. Okay, gefunden, gefunden, gefunden. Hier war erstmal der Stern noch. Oder was ist der Stern? Ein Stern. Der mir halt, glaube ich, wieder 30 Sterne gebracht hat. Aber hier oben ist auf jeden Fall der seltene Sticker. Yay, wir haben ihn gefunden. Sehr schön. Gut. Aber ganz fertig sind wir natürlich immer noch nicht, denn immer noch fehlt der dritte und der letzte Roboblock, den ich natürlich auch noch bekommen will, logischerweise. Und den will ich auch noch finden. Was war da oben? Da war doch irgendwas. Okay, nur die fliegenden Typen da wieder. Aber wie gesagt, den will ich auf jeden Fall natürlich auch noch bekommen, logischerweise. Und ich hoffe, dass wir den auch noch finden werden irgendwo. Ich bin schon gespannt, ob uns das gelingen wird oder nicht. Warum sind eigentlich Gabeln überall im Hintergrund? Keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall Gabeln. Und hier will ich irgendwie hin. Das ist der Pfeil und Bogen. Ich hole mal den Pfeil und Bogen-Typ hier. Aber hier schon das Ziel. Aber das ist noch eine Röhre. Also ich kann hier noch irgendwas machen. Ich weiß noch nicht genau was. Kann ich dann irgendwie versuchen, diese Dinger hier in die andere Richtung zu lenken oder sowas? Wie komme ich denn da in den Vordergrund jetzt? Da muss ich irgendwie hinkommen. Und dann von dort aus was anstellen. Okay, okay, habe ich nicht gesehen. Hier ist eine Leiter, die nach unten führt. Okay, alles klar. Und hier kriege ich auch einen Roboter. Okay, alles klar, gut. Yay. Und gib mal den Stein her. Dödem. Gut, dann hier nach oben. Und hier kann ich jetzt dann gleich bestimmt irgendwas anstellen. Kann ich denn diese Dinge hier jetzt zerstören mit dem Stein? Oder halt mit dem Roboter, meine ich, bestimmt. Ich teste mal. Bam. Ah, ne, okay, okay. Ich kann sie nicht zerstören, aber ich kann sie jetzt eben genau, was ich ja schon vermutet habe, ich kann sie jetzt in die andere Richtung lenken, was ich auch machen muss. Weil die müssen nämlich diese Dinge hier für mich zerstören. Weil ich als Roboter selber kann das nämlich nicht direkt machen. Weil als Roboter kann ich ja nicht hier jetzt in diesem Abschnitt hier zumindest in den Hintergrund gehen irgendwie. Weil hier kein Stern ist, sondern nur Röhren. Und für die... Ah, ich will nochmal rein. Und für die Röhren ist der Roboter eben ein bisschen zu fett. Deswegen, ich muss dafür sorgen, dass diese... Ja, das... Ja, im Prinzip, dass diese rollenden Dinger da halt für mich diese Blöcke da zerstören, die im Weg waren. Habe ich auch geschafft. Und damit haben wir auch den letzten Roboblock noch gefunden. Bam! Sehr schön, den noch richtig schön umgebracht. Und das Level können wir abschließen. Yay! So, und diesmal bitte nicht wieder die Leiste bis ganz zum Anfang bringen, sondern bitte eine volle Leiste wieder, oder fast voll zumindest, dass ich eine 1 bekomme. Na, das ist nur eine 2. Ja, irgendwie, jetzt schwächle ich ein bisschen. Jetzt schwächle ich ein bisschen. Hm, das gefällt mir gar nicht. Naja. Aber 2 ist auch in Ordnung. Hi! Kam das jetzt nur so vor, oder ist auch Kirbys Stimme ein bisschen anders? Also das, was er sagt. Und wie er es sagt, wenn er nur auf die 2 kommt. Ich glaube schon, weil... Oder? Keine Ahnung. Wir kriegen auf jeden Fall noch Tag oder Tag aus Kirby Superstar. Dann kriegen wir noch das Logo King. Oh yeah. Aus Kirby Planet Robobots. Den seltenen Sticker, das Meta Knight Logo aus Kirby Planet Robobots. Und das war's. Okay. Yay! Gut, Leute. Dann würde ich also sagen, war es erstmal für diesen Part von Let's Play Kirby Planet Robobots. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird. Hier in Welt 4, der Oasen-Odyssee mit dem zweiten Level und vielleicht mit dem dritten, wenn wir dafür noch genügend Zeit haben. Mal gucken. Okay, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!